Schaue ich zu dir oder in die? Ich bin jetzt so gewohnt, in die Kamera zu schauen. Ich schaue jetzt einfach in die Kamera. Das habe ich jetzt dreimal geübt. Also nicht Frage-Antwort, sondern einfach Erfahrungen, Anregungen von euch, Ideen, ähnliche Erlebnisse, dass wir wirklich ein Dialog-Event haben. Sonst haben wir ja, ich sag mal so, Belehrung-Situationen. Es gibt zwei Wege, wie ihr euch beteiligen könnt. Der eine Weg ist, dass ihr eine E-Mail schreibt an event@isb-w.eu. Unsere Medienmenschen werden uns die E-Mail dann und die Impulse, die ihr an uns schickt, hier reingeben und wir werden das einfach in unser Gespräch mit einbinden. Und die zweite, jetzt mal neue Version, die wir noch haben, ist, dass ihr auch anrufen könnt unter der Nummer 06222 30 70 821. Das müssen sich jetzt die Leute merken. Nee, dann mach's nochmal langsam. Ihr findet das auch alles auf der Website. Okay. Also 06222 3070 821. Und Frieda wird uns dann das Telefon reingeben oder die Fragen, wenn sie per E-Mail kommen, auch nochmal notieren und wir nehmen die dann einfach auf in unseren Dialog. Und jetzt rein technisch könnte es theoretisch sein, dass jetzt schon Leute rein kämen oder eine Mail schickten, also das würden wir jetzt schon sehen, ne? Okay, und für den Fall, dass da jetzt erstmal nichts reinkommt, weil das ja alles so überraschend ist, sind ja noch ein paar, ja, das sind ja wirklich mehr Fragen noch übrig geblieben, wo wir jetzt nicht jede durchgehen wollen, aber du einfach ein paar auch so überlegt hast, wir haben wir es auch nicht abgesprochen haben vorher. Genau. Also ich habe ein paar rausgesucht, wir haben einfach nochmal auch gesammelt und vielleicht als allererstes die Frage, wie ist denn der Kontakt im Moment zu dieser Firma, also was ist der Stand der Dinge? Ja. Kannst du dazu was sagen? Ja, gute Frage. Also wie es so im Alltag ist, es läuft einiges gut und einiges weniger gut. Also den Inhaber, der ja auch, mit dem ich ja intensive Gespräche auch hatte, auch vor der Gruppe, also der ist schwer einzufordern, seine Verantwortung wahrzunehmen. Und was gut ist, der fragmentarische Ansatz, also nicht mit diesen 30 Führungskräften flächig was zu beginnen, sondern mit 10 zu starten, das läuft wirklich gut. Die alle übrigens, das hatte ich ja im ersten Video nicht erzählt, das war, denke ich, auch nicht der Auftrag da, in ein freiwilliges Pflichtcoaching gegangen sind, wo jeder sich nochmal überprüfen konnte, bezogen auf die Lob und auch Kritik des Inhabers, um daraus dann zu überlegen, was Folgeschritte sind. Vielleicht steigen wir einfach nochmal in die Fragen und die Anregungen ein, die kamen und greifen dann vielleicht auch von den so Erfahrungen am Rande, die du ja jetzt auch ansprichst, nochmal welche mit auf. Eine Frage war noch, wie wurde das Interview mit dem Chef vor den 10 Führungskräften vorbereitet? Wurden dem Chef die Fragen vorher vorgelegt oder war es für ihn spontan? Genau. Das finde ich eine gute Frage, weil die ganz oft natürlich kommt. Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände sowieso wollen ja immer gerne alles vorgelegt bekommen und ich kriege dann meistens ja Anrufe dann auch von den Assistenten. Wenn ich dann sage, ja, ich interviewe so ein bisschen, dann ist das immer zu wenig. Die würden es gerne randscharf durchdekliniert haben, jede Frage. Das bediene ich nicht, weil ich einfach auch dann was verursachen möchte, dass nicht so ein Journalistengespräch stattfindet mit vorgefertigten Antworten oder Fragen. Aber natürlich sage ich schon ein Flair auch der delikaten Fragen. Sonst, glaube ich, wäre das auch einfach nicht fair dem Inhaber gegenüber. Also ich bereite schon vor, dass ich fragen werde Richtung Wertschätzung. Also dass nicht nur der Blick immer auf das Makelhafte ist. Was schätzt er an der Firma, an dem Team etc.? Wo sind die delikaten Themen und wie führt er bezogen auf die delikaten Themen? So ein Flair dieser Fragen bekommt das Kundensystem vorher, aber keine ausbuchstabierte Liste. Und manche sind damit auch nicht zufrieden, aber das mag ich dann auch nicht bedienen. Und erkläre es ein bisschen, wie ich es gerade sagte. Und es war hier auch so, du hast den so ein bisschen... Der wollte gar nichts wissen. Der war ja auch im Zweitgespräch, habe ich ihn ja interviewt, sowieso vor HR. Und da war ja diesen Stil sowieso gewöhnt. Hat er sich ein bisschen schon darauf einstellen können. Ja. Sagte aber, das fand ich auch noch ganz, ich habe ihn nachher nach diesem zweiten Interview auch gefragt, das war ja mal ein bisschen älter, 60, ich hoffe, dass der Ben Schmidt jetzt nicht live zuhört,
Der sagte, am Anfang dachte Herr Minor, jetzt bitten Sie mich zur Gesprächstherapie, als ich dann auch bat, sich mir gegenüberzusetzen ins Vier-Augen-Gespräch. Also da musste ich auch ein bisschen was durchleiden. Und dann hatte ich dann auch Glück, dass die Fragen ihm offenbar auch sinnvoll waren. Ja, aber es ist erstmal befremdend, der Stil. Aber das ist ja auch ein Stil, den du auch, ich sag's jetzt mal salopp, durchziehst. Also der wo du auch sagst, ja, das ist einfach auch dein Weg und du bist ja damit... Bist du ja erfolgreich, also das klappt ja auch. Also erfolgreich, ich weiß, den Begriff magst du jetzt mag ich ja nicht gar so sehr. Nicht, ja. Aber die Leute lassen sich auch drauf ein, um es mal so, um es vielleicht mal so zu sagen. Ja, und ich bin auch da, ich glaube einfach, ich sag das mal so, Didaktik-Fachidiot. Ich habe gemerkt, also dieses zweite Gespräch, da war ja dieser Inhaber, der mich ja kennenlernte, und die zwei HRler dabei aus dem Erstgespräch. Ja. Riesenbesprechungstisch, eher so fast am anderen Ende. Und jetzt war klar, wir machen ein Vier-Augen-Interview. Also da merkte ich kann den nicht über 3 Meter Entfernung interviewen. Und dann habe ich ihn gebeten, das war ja nach 5 Minuten Kennenlernen, ob er sich einfach mir gegenübersetzen könnte, auch ohne Tisch. Aber da habe ich schon gemerkt in der Mimik, also das war, das war gar nichts für ihn. Und ich habe einfach darauf vertraut, jetzt schnell ein paar kluge Fragen, dass er merkt, das ist hier kein Gesprächstherapiekreis. Und da schließt sich vielleicht ganz schön die nächste Frage an, die ich auch sehr gut fand, nämlich wie viel Transparenz verträgt das Unternehmen bzw. der Geschäftsführer? Also von dem Netzwerker oder von der Person beschrieben, mir stellt sich die Frage danach, welche Methoden sind für eine Kultur tragfähig und verdaubar, Reifegrad einer Organisation für bestimmte Methoden bzw. die Gefahr der Überforderung? Ja, gute Frage. Also da hatte ich Hoffnung, dass jetzt von euch, die jetzt zuhören, zuschauen, auch einfach Anregungen kommen oder auch kritische Einschätzungen, wo man aufzupassen hat. Also, dass ich da jetzt gar nicht drauf Antwort zu geben habe. Und natürlich antworte ich gerne. Es ist banal, was ich sage. Es ist so Zentimeterarbeit. Auch in diesem Stil, also selbst wenn ich jetzt sage, so, ich habe ja meinen Stil mit den Plenumsinterviews, der mir ganz wichtig ist, um Gespräche zu fokussieren. Auch in dem Interview habe ich ja Spielmöglichkeiten, wie weit gehe ich. Und ich mag eher einladen, also uns Berater, Kollegen mutig zu sein, mit dem Wissen am Anfang auch gute Rahmungskompetenz zu zeigen. Also nicht jemanden mit so einem Interview zu überfallen, sondern in Ruhe das Setting zu erklären. Und was ich immer mache, ist immer auf das Gute zu fragen. Also was wird geschätzt, was schätzt er auch an dem Team, was hier jetzt im Raum ist. Und auch danach zu fragen, also genauso begierig und kreativ das zu erkunden, wie auch dann die Schattenseiten. Und da habe ich den Eindruck, dass das einfach die Kanäle öffnet. Ja. Und was ich ja auch vermute, aber das würde ich einfach gerne auch nochmal bei dir nachfragen, ist, dass du ja auch von deinem Stil her auch von deiner Beraterhaltung so auftrittst, wie du ja hier auch oft kommentiert hast, indem du sagst, es ist mir auch wichtig, sozusagen die Fragen und die Themen, die ich selbst sehe, mit reinzubringen. Also nicht wie der Oberlehrer sozusagen als der Berater zu kommen, sondern auch mit dieser ganzen Ambivalenz, die da häufig ja auch drinsteckt, auch umzugehen. Und da haben wir ja auch oft drüber gesprochen, auch in ganz anderen Kontexten. Also ich denke, das ist auch ein Stil, der ermutigt die Gegenseite dazu. Ja klar, und ich denke, also das Schöne, wenn man es einfach mal so macht und mal erlebt hat, also eigene Unsicherheit auch im Interview auch zu, ist ja nicht mal zugeben, sondern einfach zu benennen. Ja. Ich sag gerade den Satz noch zu Ende. Ich glaube, das schafft auch wieder Beispiele für die anderen halt. Genau. Logisch. Ja. Jetzt kommt, glaube ich, ein Anruf. Wir haben folgende Situation. Wir hatten tatsächlich gerade den Anruf, dass einige das Video nicht sehen können. Okay. Weil man ein JavaScript aktivieren muss. Ja. Nachdem das jetzt bei 2 Personen passiert ist und das Erklären ein bisschen dauert, möchte ich euch gerne folgenden Vorschlag machen, dass wir kurz das Livestreaming für 5 Minuten unterbrechen und denjenigen, die noch nicht wissen, wie das geht, den Hinweis auf die Webseite stellen. Das heißt, wir würden einmal kurz das Livestreaming jetzt unterbrechen, stellen den Hinweis auf die Webseite, dass die, bei denen das gerade nicht klappt, sozusagen sich vorbereiten können, das korrigieren können bei sich im Browser, damit alle teilnehmen. Okay. Also das haben jetzt aber auch alle gehört, das, was du jetzt sagst. Ja, okay. Also ich wiederhole es vielleicht sicherheitshalber nochmal einfach ins Mikrofon. Es gibt offensichtlich eine technische Sache mit einem JavaScript für die Einblendung des Videos und deswegen
sagen jetzt unsere Techniker, wir unterbrechen jetzt das Livestreaming 5 Minuten. Sie stellen einen Hinweis, wie man dieses technische Skript aktiviert auf die Website, sodass das alle aktivieren können und dann gehen wir wieder sozusagen live. Aber ich bin dann weg. Genau. Okay, wir sind jetzt wieder live. Es gab irgendeine technische Sache, um die sich auch der Lutz und der Frieder gerade noch kümmern. Wir wissen jetzt nicht genau, ob es klappt und ob es vor allem bei jedem klappt. Wir machen jetzt aber trotzdem mal weiter und wir zeichnen das auch auf. Das heißt, das Ganze wird dann auch als Video danach wieder auf der Website abrufbar sein. Ja. Und es tut uns leid, dass ihr jetzt ein paar Minuten umsonst hier gewartet habt und sind froh, wenn ihr noch dabei seid. Ja. Und wir tun so, als wenn ihr noch dabei seid und sprechen so weiter. Genau, und wir sind ja da auch mitten in einem Lern- und Experimentierprozess. Das gehört jetzt genau. Leider für uns auch dazu und wir freuen uns, wenn ihr noch dabei seid. Wir machen jetzt einfach mal in den Fragen so viel weiter. Ist es auch nicht mehr, ein paar Minuten genau. Dann. Eine Frage war noch, wie geht man mit Widerstand der Führungskräfte, mittlere bzw. zweite Ebene bzw. Passivität dieser Führungskräfte um? Ja, ich hätte so gerne auch Ideen von anderen, merke ich wieder mal. Aber vielleicht werden die noch geschrieben, gemailt, also bitte nicht nur Fragen stellen. Da gibt es ja so viele Schichten. Einmal, ich mag das Wort Widerstand eigentlich nicht mehr. Früher habe ich das öfter benutzt, da heißt es ja auch mal diese Resistance to Change, wo ich an sich finde, da ist auch eine Anmaßung dabei, wenn ich so durch meine ganze Coaching-Erfahrung gehe, wie viele berechtigte Einwände, Einschätzungen es von Geführten gibt, dass Dinge keinen Sinn machen, dann glaube ich, würden viele auch nicht mehr von Widerständen reden. Also ich glaube, häufig wird so lausig geführt, wo es dann ganz schnell von oben heißt, die Betonköpfe in der Mitte oder die Lehmschicht in der Mitte und dann ist man bei Widerständen. Also erstmal ist mir das Wort fremd geworden, aber auch in meiner Biografie. Und dann, glaube ich, wenn man das als Grundhaltung hat, jeder hat seine Wirklichkeit, Wirklichkeitsblase vielleicht, dann ist mein Weg an sich, wie ich es im ersten Video beschrieben habe, zu anderen Dialogen einzuladen. Mhm. Und da ist meine Hoffnung, allein wieder mal dieses Setting, diese 40, 50 Minuten Interview mit einem vorne und der Geführtenkreis hat ja die Fragen, auf die er Antwort zu geben hat, hat also ganz viel Zeit, sich vorher zu überlegen, was will er dazu sagen, Anmerkungen zu geben, habe ich so den Eindruck, da wird schon einiges gesagt. Mhm. Und es gibt bei Kreisen von 8 bis 10 immer einige, die dann doch nicht im guten Sinne an sich halten können und sagen und dann Klartext reden. Mhm. Und das mobilisiert auch die anderen, dann offen zu sein. Mhm. Und häufig, glaube ich, ist es einfach nicht gut eingeladen. Mhm. Dann ist ein Text, ein Chef im Jourfix im Sendermodus 50 Minuten. Mhm. Dann fragt er, wie seht ihr das? Damit glaubt er ja auch, er lädt zum Dialog ein. Mhm. Aber so wie ich es erzähle, wird sofort klar, das ist alles andere als Dialogeinladung. Mhm. Aber dann liegt es an der Art, wie ich einlade. Mhm. Und was war das andere? Widerstand und? Widerstand und Passivität. Ja, das ist ja damit auch geklärt. Und wer nicht ich finde auch eine Haltung wichtig. Ich denke, also als Anfänger vor Jahren hatte ich so ein bisschen so den Instinkt, ich will die mobilisieren und animieren und aus der Passivität rausholen. Und wenn mir das gelungen ist, war ich für mich guter Berater. Mhm. Von so einem Trip bin ich ganz weit weg. Mhm. Ich denke, wir können plausible Angebote machen, zum Dialog einladen, möglichst absichtslos sogar. Mhm. Also auch zu sagen, wenn Sie was sagen wollen, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, am ehesten kommt dann auch was. Absichtslos, aber auch kulturbildend. Das ist ja das, was du auch immer wieder betonst. Und ich denke, das macht auch einen großen Teil deiner Arbeit ja aus, dass du an Beispielen oder durch Beispiele kulturbildend wirkst. Genau. Und wenn dann auch zum Beispiel mal Passivität war, dann auch zu sagen, also ich merke, da kam nicht viel Resonanz und es ist gut so. Mhm. Und dem Chef dann anzuschauen, dass die Frage, was sagt das? Mhm. Ja? Mhm. Ich kann jetzt nicht Animateur spielen, um noch mehr Stimmen rauszukitzeln. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Mhm. Und dann kommt nochmal ein bisschen, wenn es gut läuft, Metadialog zustande. Mhm. Mhm. Ja, das schließt vielleicht auch nochmal ganz gut an die nächste Frage an, nämlich oder Impuls, wie kann man ein Setting schaffen, in dem diese hierarchischen Unterschiede vor allem von den Geführten nicht so stark wahrgenommen werden und ein konstruktiver Dialog entstehen kann? Mhm. Hast du gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht ist es doch noch als eigener Fokus nochmal. Ja, mache ich gerne, weil das auch schnell missverstanden wird. Also so, das war ja eine lange Frage, also der Kern, wie können die Geführten
im guten Sinne die Hierarchie auch mal außer Acht lassen und sich aktivieren, obwohl wir oft die Nummer haben, Obersticht, Unter, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also da werde ich vielleicht eine überraschende Antwort geben. Also ich, wenn ich solche Settings einfädel in meiner Rahmung, schaue ich, dass ich hoffe, dass ich meistens dran denke, immer auch eine Aussage mache pro Hierarchie. Mhm. Und das meine ich ernst. Ich bin Fan von Hierarchie, übrigens als ältestes, bewährtestes Ordnungsprinzip der Evolution. Mhm. Das wird häufig vergessen. Also zu sagen, wir brauchen Ordnung, Hierarchie und keine Basisdemokratie. Mhm. Und auf dieser Basis finde ich es wichtig, dass jeder hier im Raum seine Meinung kundtut. Mhm. Aber immer klar, wenn Sie als Geführte Antwort geben, heißt das noch lange nicht, dass Ihr Chef was draus macht. Mhm. Aber es ist hilfreich, die Ideen von allen zu hören. Merkst du, das ist eine Nuance nur. Mhm. Aber wenn wirklich klar ist, wir haben eine Hierarchie und die ist auch gut so, dann wird es klarer auch für alle im Raum. Mhm. Und mir fällt auch ein frisches Beispiel von vorletzter Woche ein. Da war das Thema im Unternehmen nämlich eher zu lange Leine. Und das wissen alle, die da Erfahrung haben, manchmal ersaufen die Unternehmen in der Multikreativität, weil nicht geführt wird. Und daher müssen wir eher sagen, jawohl, Führung im Sinne von Ordnung stiften und Strukturen schaffen, bitte ja. Und wenn man das aber den Oberchefs gesagt hat, dann sind die auch entlastet natürlich, aha, so heißt hier Dialog und dann kann alles geredet werden. Ich weiß nicht, ob du das meintest, ne? Das kommt gut raus und es zeigt auch nochmal, dass du eben auch ganz viel Aufwand und auch ganz viel Sorgsamkeit darauf einsetzt, eine gute Rahmung zu machen. Du sprichst ja auch viel von Rahmungskompetenz, also diese Dinge gut zu rahmen, auch ein Stück den Hintergrund und sozusagen den Kontext zu erklären, wie du arbeiten möchtest. Ja. Ich glaube, das lädt die Leute wirklich auch ein. Also mag ich gerne was zu sagen. Also das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, den wir uns immer wieder auch so klar machen sollten. Den Rahmen für so ein Setting zu legen, das ist schon hauptsächlich. Genau. Ja, ich hatte früher immer gedacht, das ist Vorgeplänkel und so ein bisschen das Hinführen und dann kommt das Eigentliche. Und ich bin ganz weg davon. Ich denke, in der ersten Sekunde, wo so eine Bühne gebaut wird, ist es schon Hauptsache. Und nicht im ansprüchlichen Sinne gemeint, sondern eher von der Haltung. Und ich habe auch mit Bernd Schmidt jetzt kürzlich nochmal geredet beim Abendessen, wie wir das ja immer machen, da kamen wir genau auf das Wort, was du jetzt nimmst, Rahmungskompetenz, bisschen auch zu überlegen, ob wir nicht mal einen 3-Tages-Baustein hier anbieten, nur mit der Überschrift Rahmungskompetenz, wie gelingt es uns Beratern, internen oder externen, ist ganz wurscht, mutige, delikate Bühnen für Kulturbildung zu produzieren. Und das fängt lange vor dem Drehbuch oder dem Konzept an. Ja, und da sind wir auch ein bisschen am Tüfteln. Schönes Thema, passt auch gut zu dem sonstigen ganzen Kulturentwicklungsansatz, Kulturentwicklungsbereich, den wir ja stark bearbeiten gerade. Ich mag einfach noch mal ein bisschen weitergehen. Reden wir nicht zu lang langsam? Spannende Frage. Also wir reden mal weiter, mal schneiden. Also jetzt, ich weiß ja nicht mal, ob wir noch live sind, sonst schneiden wir es halt später wieder. Also wir haben noch ein paar Fragen, haben wir noch und die nehmen wir einfach mal noch mit dazu. Eine Frage oder ein Impuls war noch, worauf muss man beim 4-Augen-Plenums-Interview achten, damit es wie gewünscht wirkt? Und ich weiß ja von dir, dass das eines deiner, wie du es immer schön nennst, der Filetstücke ist. Also da machst du ja ganz viel mit. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen. Also da habe ich, glaube ich, jetzt viel gesagt. Da habe ich Sorge, wir haben Redundanz, wo ich ja viel drauf achte, auch mit einem, das ist auch, glaube ich, wichtig, so ein ehrliches Interesse, was wir Berater ja haben, den Blick auf das Gute zu richten. Ich frage auch, inwiefern fahren Sie, wenn Sie sonntagabends an die Firma denken, an Ihren ersten Einstieg in die Woche, inwiefern denken Sie gerne daran? Und dass die Augen auch mal zum Leuchten kommen, auf das Gute und dann schäle ich es langsam raus und dann ist das da. Mhm. Und 4-Augen-Gespräch, dass das nicht immer so als so, also so Technikcharakter, mir geht es eigentlich darum, dass da nicht rumgelabert wird. Ja, dass ich ein bisschen fokussiere, ein bisschen nachfrage, mehr ist es ja auch nicht. Ne? Und das hast du ja auch in dem ersten Video-Event sehr schön beschrieben, das hat viel mit klugen und passenden Fragen zu tun, die du da stellst. Genau. Eine Frage, ich weiß nicht, ob ich die jetzt vorweggreife, aber die passt dazu, war ja auch, können interne Berater das auch machen? Braucht man immer einen externen? Kann ich die einfach dir mal gerade klauen, weil die genau da reinpasst? Weil natürlich können sie es, an jedem Fall. Häufig heißt das ja so,
ja, die Externen können sich das erlauben, das ist so Prophet nicht im eigenen Land, die ganzen Metaphern dazu und Interne nicht, das halte ich für Quatsch. Mhm. Also das kann jeder Interne machen. Auch da ist es natürlich wieder eine Frage der Rahmung. Ja? Und ich glaube, Beispiel, wenn man als Interner experimentell rahmt, nicht zu sagen, ich habe den neuesten Schrei und auch wirklich, also vor so einem Team sagt, ich habe was Ungewöhnliches vor, normal reden wir doch in dem und dem Stil, ich würde es gerne einmal anders ausprobieren, zum Beispiel folgendermaßen, gelingt es, können wir es öfter machen, wenn nicht, lassen wir es wieder stecken, aber mir ist wichtig, mal was Neues reinzutragen. So in dieser beiläufigen Form und guten Erklärung bin ich überzeugt, jeder kann es und ich weiß auch von einigen, wie es doch Teilnehmern, Absolventen, die haben es gemacht. Ich sage es mal ein bisschen salopp, echt mit Schiss in der Hose. Beim ersten Mal als Interne ist das ja nochmal eine andere Ebene. Und die kamen freudestrahlend wieder raus und sagten, wow, das hat wirklich funktioniert. Das war easy. Ja, und das schließt ja auch nochmal an eine Frage an, die schon die ganzen Tage schon da war bei uns, die wir als glaube ich, auch beim letzten Mal schon hatten, aber da hast du noch nicht drauf geantwortet, nämlich die Frage, wie ist aus deiner Sicht eine gute Eingebundenheit von HR, also was ist die Rolle von HR in deinen Kontext, in deinen Auftragsanbahnungen, also war ja auch eine Frage, waren die dann mit dabei in diesem Vier-Augen-Plenum, also welche Rolle spielt die interne Programmverantwortlichkeit, die programmverantwortliche Person dabei und wie wertest du sie nicht ab, wie wertest du sie auch nicht auf, aber wie kriegt ihr dann ein gutes Zusammenspiel hin? Ja, klar, und also ich bin auch froh, dass du die Frage stellst, weil wenn man nur dieses Video einzieht, dann müsste man denken, was bin ich? Ich bin ja fast überheblich und auch einfach unfreundlich HR gegenüber. Und das ist natürlich nicht meine Haltung. Also im Idealfall haben wir ein Zusammenspiel an sich in der Lernkultur, die wir, ich schaue jetzt rüber, weil gerade Seminarraum drüben ist, eine Lernkultur, wo wir an Fällen, Themen arbeiten, konkret des Kunden und an einem Thema die verschiedenen Perspektiven verzahnen, intern und extern. Das ist banal, glaube ich, was ich sage. Aber das, glaube ich, das kann nur der Gedanke sein. Ja. Und übrigens in dem Videobeispiel, ich konnte da nicht alles da reinpacken beim ersten Mal, ich habe es einfach auch nicht dran gedacht. Als da mit HR klar war, ich durfte diese Folie ein bisschen wegschieben, ein bisschen frech, habe ich mir auch nochmal Autorisierung geholt, können wir einfach mal machen wie Reflecting Team. Und das war super nachher. Also wir haben Hypothesen gebildet, genau wie Lernkultur hier, Interventionen, wie ein gleichwertiges Team überlegt und dann auch Interventionen losgetreten. Und das ist doch ein tolles Zusammenspiel dann. Wurden die eigentlich je nochmal Thema, diese Folien, die vorbereiteten Slides? Oh, kamen die nochmal ins Spiel? Das ist jetzt peinlich, nee. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so da reinpasst. Also die HR-Lerin, die das mir präsentieren wollte, die schrieb 2 Wochen später eine Mail, lieber Herr Miener, das ist eine Sprache, die da nicht gemäß ist. Sie ist froh, dass ich da die Zügel in die Hand genommen habe. Das war erstmal ganz blöd für sie und sie ist wirklich froh, dass es so war. Da war wirklich, hatte ich Glück. Gut. Komm, wir haben jetzt so viel geredet. Ja. Also du bist der Lutz, unser Kameramann. Bislang konntest du immer so schön schneiden. Also sind wir jetzt wirklich live noch? Ihr seid live auf Sendung, aber bisher haben 5 Leute angerufen, die Schwierigkeiten haben, weil okay. Java nicht funktioniert. Okay, alles klar. Gibt es denn noch Fragen, die jetzt reingekommen sind von über die E-Mail-Adresse? Also ich habe gerade nochmal geguckt. Bisher geht es genau mehr oder um die Technik halt. Okay, die Technik. Also ich habe vielleicht noch 2 Fragen zu den Themen und dann gucken wir auch nochmal vielleicht ganz kurz auf das, Ich würde mal gerne wissen, ob wir jetzt Quote 5 Leute haben oder Quote 1. Ja. Merkt ihr mal die Uhrzeit, wie viel wir noch sind. Ja. Gut. eine Frage war, oder ein Impuls und finde ich einen schönen Gedanken, war, was glaube ich viele interessiert, wie schaffe ich es in so einer Phase einen Unterschied zu machen, ein Stück abzuweichen von dem Standard, ein Stück abzuweichen von dem, wie es mir auch die Organisation vorgibt. Wir haben selbst gerade entschieden, an so einem Standard-Pitch nicht teilzunehmen, einen Unterschied zu machen und gleichzeitig sich damit die Tür nicht zuzustoßen. Und das ist natürlich eine große Frage und eine große Herausforderung. Aber du hast ja da viel auch experimentiert in den letzten Jahren.
Und wir kriegen ja selber Anfragen, wo es heißt, jetzt müssen Sie erstmal Formulare ausfüllen und reichen Sie mal die Formulare bei uns ein und dann geht es in die zweite Phase. Das kennen wir auch. Auch hier am ESB haben wir da viele Themen selbst zusammen besprochen. Ja, da stellt sich eine Frage. Also ja, da kann man jetzt nicht mehr, also da reden wir jetzt mehr zu selbstständigen Berater, Beratungsinstituten, die solche öffentlichen Ausschreibungen mitmachen. Und ja, aber auch von der anderen Seite, die sich... Boah, da habe ich jetzt nur Kritisches, das kann man jetzt nicht bringen. Aber ich mag antworten. Jetzt hast du ja viele Dimensionen reingebracht. Also ich gehe mal jetzt auf dieses Fragment, typische Ausschreibung in Großprojekten, heißt der Wettbewerbspitch. Ja. Was macht man? Ich denke, da muss jedes Beratungsinstitut externes klar sein, wie viel mag es investieren, wie viel in Vorleistung gehen in einem sehr standardisierten Verfahren. Ich habe es früher ab und zu mitgemacht, habe gar keine Eignung eigentlich dafür und mache es inzwischen gar nicht mehr. Oder es spricht wirklich was groß dafür. Wir hatten ja letzte Woche auch da so eine größere Anfrage, da mag ich echt kritisch sagen, das scheint dann von formaljuristischen Einkäufern geschrieben zu werden. Das sind Einladungen, also so für Wettbewerbspräsentationen, für große Prozesse, da zieht es mir vom Stiel die Schuhe aus. Da wird zur Kultur eingeladen, zu unseren Themen. Wenn ich dann den Sprachstil sehe, das sind Sätze, da wimmelt es von Substantiven, da gibt es kein Verb. Ja? Nur, also für mich gestellte Bürokratensprache. Und da soll man sich jetzt kreativ einfinden zu bewerben. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mache es nicht mehr. Mhm. Und versuche irgendwie dran vorbeizukommen mit meinem Institut. Mhm. So ist es bei uns ja auch. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt da Zuhörern weiterhilft. Ja, ich sage auch mal was Kritisches. Ich bin ja versuche immer so nett hier auch hier zu sein. Der Preis ist, glaube ich, dass ein paar gute Institute, die vielleicht auch genügend Aufträge haben, sich jetzt nicht so ringen müssen um neue Aufträge, die machen da gar nicht mit. Mhm. Weil sie einfach, mach dir da mal, da bin ich empfindlich mit Hinterlärm. Also gute Institute, ich kenne auch noch zwei, die einfach viele gute Aufträge abwinken, sagen, wir machen dann nicht mehr mit, das ist uns der Aufwand nicht wert. Und den Preis hat es natürlich, die bekommt man nicht damit. Das ist also Bürokratentum. Welche Herausforderungen siehst du da für interne und externe? Ach ja, wird dieses Zusammenspiel? Die Riesenkonzerne, die müssen es natürlich so machen. Da gibt es ja dann auch ihre Auflagen. Ich würde mir wünschen, dass dann HR, Kulturbeauftragte, solche Ausschreibungen machen und nicht die Einkaufsabteilung, die natürlich mit ganz anderen Prinzipien rangeht, wo man auch schon merkt, jede Grauzone von Kreativität im Angebot, die geht weg, die ist gar nicht in so eine Schablone pressbar. Ich, tut mir leid, ich kann nur die Kritik sagen, habe aber leider noch keine andere Idee. Du hast ja vorhin das Wort mutig genannt oder mutiger sein als Formulierung gewählt. Finde ich eigentlich auch einen passenden Begriff dafür. Also von beiden Seiten, wie du es ja oft auch tust, von deiner Seite aus mutig in solche Konstellationen reinzugehen und einzuladen, was Neues auch auszuprobieren. Genau, und mein Traum, also schöne Pitches sind natürlich, wo man dann eingeladen wird, auch die Chance hat, den Prozess ein bisschen zu steuern. Und dann ist mein Weg immer auch durch wieder 4-Augen-Beratung in das Thema reinzukommen und dann meine Ideen auch zu sagen, die ich nach dem Interview habe, aber nicht hingehen mit irgendwelchen Ideen zu schriftlichen Vorlagen, wo ich nur einen Hauch der Wirklichkeit des Gegenübers ja kapiert habe. Also Kulturbegegnungsmodell kann man da wieder schön reinpacken. Ne? Ja. Und häufig ist es in der Zeit auch gar nicht möglich, da irgendwie einen Flair und einen Eindruck zu transportieren, was würde man machen. Ja, und deswegen haben wir ja gerade in dem Beispiel, was wir erwähnt haben, auch entschieden, es eben nicht genau, gar nicht zu bedienen. Genau. Gut, jetzt gucke ich nochmal zu unseren Medienmenschen. Wir sind nach wie vor gut auf Sendung. Mhm. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, dass jemand anruft. Und wir geben mal kurz die Nummer nochmal rein. Ja, die Nummer geben wir nochmal durch. Das ist die 06 langsam. 222 06 220 07 0821. Ich bin mal gespannt später, ob das nicht so Loriot-mäßig wirkt, wie wir hier sitzen. Oder die zwei von der Muppet Show. Habe ich dich jetzt gekränkt? Ich meine, wie das Klavier reinbringt.
Genau, ja. Genau. Beste Sendezeit. Spannender als jeder Krimi. Also Fragen scheinen jetzt erstmal keine mehr gekommen zu sein. Vielleicht können wir einfach noch kurz die Möglichkeit nutzen, nochmal auf den Prozess zu schauen. Du hast ja deine beiden Videos immer so gerahmt, also unseren Medienprozess. Also unseren Prozess ja, jetzt hier, okay. Einfach kurz, wie das für dich auch war, was wir daraus lernen können. Du hast ja die letzten beiden Impulse schon so gerahmt, wie es dir damit geht. Vielleicht können wir da einfach nochmal ganz kurz drauf gucken, dieses Beispiel auch so mit einzubringen. Ja, jetzt schaue ich, was der Mehrwert für die Leute ist. Also habe ich jetzt ein bisschen Sorge, dass wir so ein bisschen Inzest machen. Aber ich sage es jetzt mal schnell. Ja, ja. Also ich habe es ja auch als Video gesagt. Für mich war das ganz komisch, erstmal hier zu sitzen. Ja. Dann habe ich ja gemerkt, ich rede an sich ganz normal wie Stunden vorher im Seminar. Also für mich, mir hat es dann auch Spaß gemacht. Und dann habe ich ja 3 Wochen das Video nicht anschauen wollen. Und dann habe ich es gesehen, dachte, ja, so bin ich. Also nicht besser, nicht schlechter, so zumindest ich selbst. Und habe Hoffnung, dass das, also jetzt ich als Beispiellehrtrainer und vielleicht auch Master oder Absolventen oder Lehrtrainer, dass das eine Form findet, medial sehr praktisch auch in die Masse zu kommen. Und das ja sehr, sehr zeitsouverän. Klar, jetzt durch ein bisschen Technikprobleme fand ich jetzt die aufgenommenen Videos leichter, als jetzt hier mal zu sitzen und zu warten. Aber auch das finde ich jetzt sehr angenehm mit dir. Ja. Und wie weit es dann genutzt wird, das ist Fausts zweiter Teil. Und ich würde mir noch mehr Input von der anderen Seite wünschen. Ich finde, ich rede jetzt hier die ganze Zeit, das taugt mir weniger. Ja, da müssen wir weiter dran experimentieren, wie kriegen wir die Impulse von außen mit hier reingenommen, auch technisch. Genau. Die Impulsvideos waren ja auch oft angeklickt, es waren ja auch viele wertschätzende Rückmeldungen über die verschiedenen Formen, hast du auch letztes Mal nochmal erwähnt bei der zweiten Aufzeichnung, das sehe ich auch so, da möchte ich mich deinem Dank nochmal anschließen, das war für uns schön zu sehen, dass die Sachen auch angeklickt und auch angeguckt werden und ich mag auch dir nochmal danken für deine... Ach, jetzt kommen wir zum Ende. Für deine Darstellung, für deine auch offene Art darüber zu sprechen, auch dein Stil ist sehr gut angekommen und fand ich auch selbst persönlich gut zuzuhören und mag da einfach nochmal Danke sagen. Genau. Auch für deine Zeit, die du investiert hast. Ja, danke auch von meiner Seite. Wenn ich dann rede, das merkt man dann, glaube ich, auch, dann inszeniere ich mich auch gerne. Ich musste mich dran gewöhnen und es hat dann auch Spaß gemacht. Also das mag ich auch jetzt nicht so wegschieben. Ich fand es toll und danke auch dann euch und Lutz, den Schneider da hinten. Und Schneider und mehr, wollte ich sagen. Ja, auch unseren Medienmenschen danken wir und natürlich euch, Ihnen, euch, wir sind ja beim ESB Edu geblieben, den Leuten aus dem Netzwerk, den Leuten, die sich beteiligt haben im Austausch. Jetzt gucke ich nochmal zu unseren Medienmenschen. Jetzt gibt's rustikal Currywurst, aber das mit Kaipi, ne? So haben wir es doch vereinbart. Ja, dann würde ich sagen, soweit und bis auf bald.